Hat eigentlich schon mal jemand erwähnt, dass Stechmücken übelst lästige Drecksviecher sind? Ich glaube noch nicht. Das ist echt so ein Thema, was an den Menschen irgendwie komplett vorbeigeht. Wird also mal Zeit, dass jemand erwähnt, dass Stechmücken übelst lästige Drecksviecher sind. In den Kommentaren wurde mir zugetragen, dass Gelsen richtige Hurensöhne seien. Mein erster Gedanke war, was zum Fick sind bitte Gelsen? Bis ich dann bei meiner 5-minütigen Recherche über Stechmücken, welche 5 Minuten länger war, als es diese Bastarde überhaupt wert sind, darauf gestoßen bin, dass Gelsen einfach nur die österreichische Bezeichnung für diese ist. Ich schließe mich den Kommentaren zu 100% an. Also, um die Sprachbarriere etwas zu vermindern. Wenn ich von Stechmücken spreche, sind damit Gelsen gemeint. Moskitos ist also ein Begriff, den wohl alle verstehen. Wir können uns aber auch einfach auf Missgeburten-Drecksviecher einigen. Und wenn ich von Mücken spreche, sind damit neben den Stechmücken auch die Mückenarten gemeint, die nicht zu stechen. Und keine Obstfliegen oder so ein Scheiß, liebe Österreicher. Abgesehen davon sage ich zu Stechmücken meistens einfach nur Mücken, weil das kürzer ist. Verstehst du? Da das geklärt ist, lass uns nun auf die Missgeburten-Drecksviecher zu sprechen kommen. Die älteste bekannte Stechmücke lässt sich als Bernsteineinschluss auf bis zu 79 Millionen Jahre vor unserer Zeit datieren. Abgesehen von den Polargebieten, Island und den Wüsten sind Stechmücken leider auf dem gesamten Planeten vertreten, meistens dort, wo es Wasserstellen gibt. Das lässt sich auch leicht erklären. Stechmücken legen ihre dreckige Brut stets im Wasser ab, da ihre Larven ausschließlich Wasserbewohner sind. Die haben aber keine Kiemen, sondern atmen durch ein Atemrohr an der Wasseroberfläche hängend Luft ein. Begattet werden die Mückenweibchen in sogenannten Paarungsschwärmen, bei denen tausende Männchen einen Schwarm bilden und die Weibchen durch das Hineinfliegen in diesen Schwarm begattet werden. Mücken werden also in abartigen, inzestuösen Massenorgien gezeugt. Und wenn man mal ehrlich ist, sieht man das denen auch 1:1 an. Stechmücken leben parasitär, das heißt, sie schaden anderen Wesen, um selbst leben zu können, was sie noch ehrenloser macht als scheißefressende Zersetzer, die wenigstens den Dreck wegmachen. Um Eier bilden zu können, benötigen die Weibchen unbedingt eine Menge Proteine, die sie sich nur durch Blut einverleiben können. Also machen sie kein Auge und stechen einfach ab, was bluten kann, ganz egal, was das für Konsequenzen für das Opfer mit sich bringt. Juckt die nicht, ob ihr Speichel, welche sie injizieren, um Schmerzempfindungen zu vermeiden, damit sie nicht auf frischer Tat ertappt werden, kleine allergische Reaktionen auslöst. Weil es dich juckt. Es gibt tatsächlich eine Moskitogattung, die nicht auf einen kleinen Abstecher die nächste Blutquelle aufsucht, aber auf die komme ich später zu sprechen. Lasst uns erstmal den ökologischen Nutzen von Stechmücken ergründen. Wir haben hier also eine niederträchtige Kreatur, die ohne zu zögern ehrenlos zusticht, ein Schmarotzerdasein fristet und in einer widerlichen Massenorgie gezeugt wird. Was können solche Viecher Positives zu ihrer Umwelt beitragen? Für sich allein genommen natürlich nichts, aber dadurch, dass das alles die übelsten Opfer sind, die von jeder anderen Spezies da draußen derbe auf die Fresse kriegen, sind sie praktisch dafür da, um andere Wesen durchzufüttern. Stechmücken existieren praktisch nur, um reinzufeeden. Sie tragen allein durch ihre nichtswürdige Anwesenheit dazu bei, dass sich viele Arten wie Fledermäuse zum Beispiel ordentlich satt fressen können. Was kein Problem wäre, würde man diese nicht verknuspern und zufällig eine weltweite Pandemie auslösen, nicht wahr? Macht das Stechmücken zu schwachen Arten, mit denen man sogar Mitleid haben könnte, wenn sie keine abgeranzten Schmarotzer wären? Überhaupt nicht! Auch wenn sie alleine gar nichts können und von allem gewone-shottet werden, sind sie in der Support-Position mit Hypercarries wie Malaria sehr gefährlich. Durch ihre hohe Anzahl, ihrer kleinen Größe und großer Flinkheit bilden sie den perfekten Gap-Closer, den Krankheitserreger wie Plasmodien brauchen, um neue Wirte zu infizieren. Malaria mit Stechmücken als Supporter bildet mit etwa 200 Millionen Erkrankten im Jahr die häufigste Infektionskrankheit der Welt. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation ist Malaria pro Jahr für 500.000 Kills verantwortlich. Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, können Stechmücken auch parasitäre Würmer übertragen, die dann in euren Lymph- und Blutgefäßen leben. Akute Gefahr herrscht in Mitteleuropa zwar nicht und allgemein scheint das doch eine Seltenheit zu sein, aber mit dem Wissen im Hintergrund will ich mich nicht unbedingt freiwillig von der Mücke abstechen lassen. Gerade dann nicht, wenn einige Virenkrankheiten wie Gelbfieber oder das West-Nil-Virus übertragen werden können. Letzteres wurde gerade in den letzten 2 Jahren vermehrt in Europa auch mehrere Male in Deutschland nachgewiesen. Wisst ihr noch, dass es eine Ordnungswidrigkeit darstellt, wildlebende Tiere ohne vernünftigen Grund zu verletzen oder zu töten? Nun, das Risiko, Gelbfieber zu bekommen oder zur Verbreitung des West-Nil-Virus beizutragen, klingt für mich nach einem vernünftigen Grund, die endgültige Verlassung der Mücke von diesem Planeten einzuleiten. Sollte man mal diskutieren. Wer sich da unsicher ist, kann ja stets im Hinterkopf behalten, dass tote Moskitos niemanden anzeigen können. Hier wird nichts geplant und zu nichts aufgerufen. Die Region um den Oberrhein geht mit gutem Beispiel voran. Zur Bekämpfung von Stechmücken wird dort ein Bakterium ausgesetzt, das den Verdauungstrakt der Mückenlarven schädigt und so das Absterben dieser bewirkt. Richtig so, raus mit die Viecher! Es ist ja nicht so, als ob Mücken nur am Rande neben uns existieren würden und wir gelegentlich von ihrem Herumschwirren um uns ein wenig genervt sind. Nein, im Gegenteil, die Viecher fucken uns alle mit voller Absicht ab, stets mit dem obersten Ziel, Menschen nur so heftig wie möglich auf den Sack zu gehen. Sieht man doch schon an deren Umgang mit Mückenspray. Die laufen einem nicht zufällig über den Weg und weil man gerade da ist, wird sich eine saftige Mahlzeit gegönnt, um die räudigen Ausgeburten vom letzten Massengangbang rausscheißen zu können. Wenn das so zufällig und natürlich passieren würde, würden sie ja von
von Zielen, die sich mit Mückenspray eingesprüht haben, ablassen und sich denken, oh, na dann eben beim nächsten Mal, wenn ich wieder zufällig jemanden über den Weg laufe. Stattdessen wird sich bei jedem noch so riesigen und triefenden Mückenspray-Teppich gezielt jede noch so verschissen kleine Lücke gesucht und wenn es nur eine einzelne verkackte Hautschuppe ist, um ihren dreckigen, verschrumpelten Rüssel reinhalten zu können und natürlich, weil Abstechen nicht genug ist, ihr ranziges Gift in die Blutbahn zu pumpen. Selbstverständlich reicht das nicht an absoluter Dreistigkeit, weshalb schön nochmal fünfmal nachgestochen werden muss. Selbst wenn die letzte Mücke noch so abgeranzt war und ihr eingespritztes Sekret noch so gammelig und krankheitsdurchzogen, da ist sich keine Mücke zu schade für, nochmal an der Stelle dran rumzulutschen. Stell dir vor, du willst an einem schönen Sommertag einfach deinen freien Tag genießen. Ist auch völlig egal, wo du das machen willst. Die Viecher lauern dir stets gezielt auf. Einfach mal entspannt am See chillen. Wird dir nicht gegönnt. Oder einfach entspannt im Garten von wem auch immer chillen. Wird dir genauso wenig gegönnt. Überall lauern sie feige in den Gräsern, nur darauf warten, dass du dich nett unterhältst und eine gute Zeit hast. Hauptsache abgelenkt, damit du nicht mitbekommst, wie sie feige aus ihren Verstecken kommen, um dich niederzustechen. Schön da, wo es am nervigsten ist und am meisten juckt. Direkt auf die Fingerknöchel, immer wieder drauf. Oder auf den Fußknöchel, damit du dich immer wieder nach unten beugen musst, um dich zu kratzen. Hauptsache, du wirst so heftig wie möglich abgefuckt, um dir den Tag so gut wie es geht zu vermiesen. Das ist genau die Scheiße, auf die diese dreckigen Mistviecher Bock haben. Abgefuckte, ehrenlose Hurensöhne sind das. Aber das reicht ja noch nicht. Wäre ja auch zu schön, wenn man den ganzen Tag abgefuckt wurde oder arbeiten war und abgefuckt wurde, wenn man dann abends seine Ruhe hätte. Als ob die Hitze nicht schon Sommernächte in einem Land, wo kaum einer eine Klimaanlage hat, schlimm genug machen würde, da kommen die missgeburten Drecksviecher direkt angekrochen, um dir die letzte Möglichkeit, irgendwie Schlaf zu finden, auch noch zu nehmen. Die Lösung klingt an sich eigentlich ganz einfach. Überall Fliegengitter anbringen und fertig. Ja, wenn es dann mal genauso einfach funktionieren würde. Wie bei dem triefenden Teppich aus Mückenspray auch schon. Jede noch so kleine, abgeranzte Lücke, wo so ein Vieh irgendwie mit größter Mühe eventuell durchkommen könnte, wird natürlich gefunden und genutzt, um einen auch drinnen weiterhin zu belästigen. Und wenn sich die dreckigen Bastarde um deine Haustür herum verstecken und so lange dort campen müssen, bis irgendwann die verschissene Tür aufgeht. Jedes Register wird von der Inzestbrut gezogen, um in die Wohnung einsteigen zu können. Ist ja auch klar, dass die Viecher nicht leicht zu erkennen geben, dass sie es reingeschafft haben. Nee, da wird richtig niederträchtig und hinterfotzig abgewartet, bis du es wagst, dich auch mal schlafen zu legen. Dann kommen sie angekrochen, mit nur einem Ziel vor Augen, dich systematisch in den Wahnsinn zu treiben, indem man dir den Schlaf nimmt. Im Gegensatz zu Fliegen, die man teilweise 10 Meter gegen den Wind hört, sind Mücken recht leise und ihr Summen nur in einem kleinen Radius um sie herum hörbar. Besagtes Summen ist jedoch das vermutlich penetrant nervenste Summen im ganzen Tierreich. Ein abgefucktes Scheißgeräusch, das dich noch in deinen Albträumen verfolgt, sollte dein Körper nicht gekniet und Demut gezeigt haben und in den Schlafzustand übergegangen sein. Und diese räudigen, missgeburten Drecksviecher wissen perfekt damit umzugehen. So plötzlich, wie sie aus der Dunkelheit kommen und um dein Ohr kreisen, so schnell sind sie wieder darin verschwunden. Nur um das Ganze nochmal zu tun. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und wenn du eingeschlafen bist, dann wird die Wehrlosigkeit gleich vollumfänglich ausgenutzt, damit du mit einer Menge Mückenstiche aufwachen darfst. Wer sowas Ehrenloses noch zu verteidigen versucht, dem ist halt echt nicht mehr zu helfen. Da stellt sich natürlich berechtigterweise die Frage, wie man gegen diese hinterlistige, feige, asoziale Brut vorgehen soll. Fliegengitter alleine reicht ja offensichtlich nicht, auch wenn es schon mal ein guter Anfang ist. Das hilft dir draußen aber auch nicht weiter. Mückenspray klingt in der Theorie auch nicht schlecht, bis dich die dutzenden Stiche auf den 3 Hautschuppen, die du nicht besprayt hast, an der Effektivität zweifeln lassen. Besser wäre es, wenn es diese Drecksviecher gar nicht erst gäbe, dann könnten sie das Mückenspray auch nicht umgehen. In Wohnsiedlungen lässt sich das sogar einrichten. Mückenlarven leben ausschließlich im Wasser. Leert man nun alle Wasserstellen wie offene Gefäße, nachdem es geregnet hat, nimmt man den Mückenlarven nicht nur die Ehre, sondern den Lebensraum gleich noch mit dazu. Hat man einen Teich, sollte man Fische darin aussetzen, welche ehrenvoll die Larven wegsnacken. Wer dann Mücken in seiner Wohnung wegklatscht, weil diese vorsätzlich Hausfriedensbruch begehen und gewaltbereit sämtliche Bewohner abstechen wollen, der kann dann sicher sein, dass die missgeburten Drecksviecher nicht im Garten direkt nachspawnen. UV-Lampen sollen tatsächlich nicht gegen Stechmücken helfen. Ich hatte mal so eine, schön mit heißem Draht zum Grillen und da ist auch so einiges reingeflogen, auch einiges, das nach Mücke aussah. Aber in Wirklichkeit geiern die Viecher viel mehr auf Gerüche und CO2-Konzentration. Allein die Tatsache, dass sie existiert und atmet. Warte, das hatten wir doch schon mal. Wie auch immer, allein wegen eurer Existenz geiern diese Lutscher so krass darauf, an euch zu saugen, dass sie Licht, welches sie schon ein bisschen angeilt, einfach komplett ignorieren, solange ihr es wagt zu atmen. Und wenn ihr die Luft
Luft anhalten solltet, stechen sie euch auf Ehrenlosigkeit trotzdem ab. Geräte, die Ultraschall aussenden, sind den Viechern auch scheißegal, das juckt die überhaupt nicht. Und schlau genug, Ultraschallquellen aus dem Weg zu gehen, um Fledermäuse zu dodgen, sind die erst recht nicht. Aber um jede noch so kleine Lücke in dem Fliegengitter zu finden, dafür reicht's natürlich. Da sieht man mal, wo die wirklichen Prioritäten dieser Missgeburten liegen. Am besten wäre es doch, wenn Stechmücken von einer Stechmückenart vertrieben werden würden, die niemanden absticht. Stechmücke, die nicht sticht, klingt widersprüchlich, gibt es aber wirklich. Und zwar die Gattung Toxorynchitis. Eine Stechmückengattung, die sich dachte, Mensch, Leute abstechen ist schon ziemlich ehrenlos. Na dann lass es halt. Wahrscheinlich genauso passiert. Hört sich schon ehrenvoll an, aber es kommt noch viel ehrenvoller. Der Grund, warum diese Stechmücken niemanden abstechen, ist nicht nur, weil sie ehrenvoll darauf verzichten, sondern weil sie andere Stechmückenlarven fressen. Eine der ehrenvollsten Aktionen, die man als Insekt überhaupt bringen kann. Dank der Proteine der zerschnetzelten Larven können sie später selber entspannt Eier legen, ohne andere dafür abfacken zu müssen. Das muss man sich mal vor Augen führen. Sie verhindern die Existenz von gewaltbereiten Mücken, ohne selber als ausgewachsenes Tier gewaltbereit zu sein. Die machen einfach Next-Level-Shit. Anstatt sich mit den anderen Stechmücken herumzuschlagen, schlachten die einfach deren Kinder ab und befinden sich dabei selbst noch im Larvenstadium. Das ist Alpha. Wenn man dieses ehrenhafte Stück Insekt verbreiten würde, dann hätte die Tierwelt weiterhin Mücken, die sie genüsslich verspeisen könnte, und wir hätten keine Mückenstiche mehr, die uns eventuell dazu antreiben könnten, sämtliche Stechmücken im Internet als Hurensöhne zu beleidigen. Das Ganze bringt aber ein Problem mit sich, also abgesehen von der Kleinigkeit, dass man ein riesiges ökologisches Gleichgewicht zerstören würde, dessen katastrophale Folgen wir im Gänze niemals abschätzen könnten. Nämlich, dass die Toxorynchitis komplett totgenervt ist. Angefangen damit, dass die meisten der 90 Arten dieser Gattung nur in den Tropen vorkommen. Einige Arten finden sich noch in den Randgebieten Nordamerikas und Südostasiens wieder, aber das war's auch schon. Eine Verbreitung im gemäßigten Klima kann man also schon mal vergessen. Was ja nicht unbedingt schlimm wäre, da Malaria auch hauptsächlich in den Tropen vorkommt und man mit der Toxorynchitis solides Counterplay hätte, wenn sie die anderen Stechmücken konsequent abschlachten und klein halten würde. Würde, denn das tut sie nämlich nicht. Der größte Ehrenmove dieser Art ist auch ihre größte Schwäche. Sie hat einfach so Bock drauf, Larven abzuschlachten, dass sie nicht mal vor ihrer eigenen Gattung Halt macht. Die Toxorynchitis-Larven schlachten und verknuspern sich gegenseitig, da kennen die nix. Besonders, wenn das Wasserbehältnis klein und die Nahrungsmenge gering ist. Da wird jeder kleine Teich zum Battle-Royale-Gebiet erklärt. Auch wenn die Mücken so epische Siege einfahren, hilft ihnen das nicht gerade, sich in Lebensräumen, in denen andere Stechmücken mit ihrer Population dominieren, dauerhaft festzusetzen. Die Aussetzung der Toxorynchitis zur Bekämpfung anderer Stechmücken blieb daher meistens erfolglos. Einer der wenigen Fälle, wo es funktioniert hat, ist amerikanisch Samoa. Dort halten sie die Population einer Tigermücke unter Kontrolle, die Fadenwürmer überträgt. Sehr ehrenhafte Aktion. Insgesamt steht die Toxorynchitis trotzdem nicht so gut da, wie sie es könnte. Einerseits, weil sie einer ehrenvollen Art, die ehrenvoll Stechmücken killt, ehrenlos die Ehre samt Leben nimmt, also sich selbst, und andererseits, weil ihr aggressives Jagdverhalten sie zu anfällig macht. Da fragt man sich doch ernsthaft, wer sowas designt. Malaria tötet mit anderen Stechmücken zusammen eine 500.000 Menschen, juckt im Balancing-Team niemanden, weil sie ja auch nicht gestochen werden. Toxorynchitis wagt es, eine Stechmücke Larve wegzusnacken? Nee, direkt weggenervt, die miese Sau. Sofort auf Tropen beschränken, während Malaria auch in den Subtropen noch Party machen darf, Instant-Friendly-Fire reinkloppen und die Larven sich gegenseitig abschlachten lassen. Das klingt auf jeden Fall fair und ausgeglichen. 79 Million Years auf Stechmücken-Balancing-Erfahrung. Und was ich eigentlich damit sagen will ist, Hotfix diese Scheiße! Patch den Kannibalismus der Toxorynchitis komplett raus. Beschränkt sie meinetwegen erstmal auf die Tropen und vielleicht auch Subtropen, um zu schauen, ob sie ein guter Counterpick zu Malaria wird und nicht allzu stark ist. Abhängig davon, wie effektiv sie dann ist, kann man immer noch überlegen, ob man sie auch in anderen Klimazonen vorkommen lässt. Und nerft endlich die Malaria-Stechmücken-Kombo, die ist viel zu lang schon, viel zu broken. Die Begrenzung auf Tropen und Subtropen rechtfertigt noch lange nicht, dass sie dort so komplett ausrasten und alles hops nehmen darf. Eine Krankheit wie Malaria sollte es nie so einfach und konstant möglich sein, neue Ziele zu erreichen. Boxt man ein paar dieser Hurenmücken weg, erreicht man doch eh nichts. Sie spawnen direkt um ein Vielfaches wieder nach, ohne fürs Reininten bestraft zu werden. Das Ganze braucht dringend ein Balancing-Update. Denn am Ende wurde da noch gar nicht mit dazu gezählt, dass Mücken die größten Missgeburten sind, die voller Heimtücke ihre Opfer bewusst wegmobben wollen. Alle dieser Mistviecher sind die größten Missgeburten und nicht nur die Weibchen. Klar sind die es am Ende, die dir 30 Mal auf die Knöchel stechen, weil es lustig ist und man sich als Mücke sonst nichts gönnt, aber die Männchen hängen da genauso mit drin. Die zeugen doch bewusst Nachwuchs, damit euch nicht nur eine Mücke, sondern eine ganze Armee davon auf den Sack geht. Das sind genauso Hurensöhne wie der Rest auch.
Und falls jetzt einige sowas meinen wie, so ist die Natur nun mal, übertreibt doch nicht so. Lasst euch doch ruhig ohne Gegenwehr kaputt stechen. Wenn ihr dann auf der Intensivstation wegen so einer Scheiße wie dem West-Nil-Virus liegt, dann habt ihr ja genug Zeit darüber nachzudenken, wie cool doch die Natur ist mit ihren ganzen Infektionskrankheiten. Ich werde weiterhin meinen Grund und Boden bis aufs Blut verteidigen, welches ich mir nicht von so verschrumpelten, missgeburten Drecksviechern wegsaugen lassen werde. Wer vorsätzlich Hausfriedensbruch begeht, um in voller Absicht Personen zu belästigen und körperlich zu verletzen, der muss sich nicht wundern, von einer donnernden Zuhälterschelle weggefickt zu werden. In diesem Sinne, macht's besser, haut rein.